Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Done at Flip. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Verbuchung eines Warenverkaufes. Hierzu habe ich wieder ein konkretes Beispiel mitgebracht. Die Firma X verkauft Handelswaren an den Kunden Y für €1.200 inklusive Umsatzsteuer. Und jetzt werden wir uns gemeinsam anschauen, wie wir diesen Geschäftsfall richtig verbuchen. Im ersten Schritt müssen wir uns wiederum überlegen, welche Konten benötigen wir hierfür. Schauen wir uns das Ganze mal an. Zuerst haben wir mal einen Verkauf von Handelswaren. Das bedeutet, wir brauchen einmal das Konto Handelswarenerlöse. Weiters wissen wir, dass im Zusammenhang mit dem Verkauf eine Umsatzsteuer verrechnet wird. Und an dieser Stelle müssen wir uns eben wieder überlegen, haben wir eine Vorsteuer oder haben wir eine Umsatzsteuer? In diesem konkreten Fall sind wir ja die Firma X und wir verkaufen was. Und aus diesem Grund haben wir hier eine Umsatzsteuer. Also grundsätzlich gilt Verkauf immer Umsatzsteuer, Einkauf immer Vorsteuer. Aus diesem Grund brauchen wir als zweites Konto eben das Umsatzsteuerkonto. Und im dritten Konto oder im dritten Fall brauchen wir dann dementsprechend auch noch ein drittes Konto, und zwar das Konto für die Firma Y. Und in diesem konkreten Fall gehen wir jetzt einmal davon aus, dass der Verkauf auf Ziel erfolgt. Das bedeutet, der Kunde bekommt eine Rechnung und bezahlt zu einem späteren Zeitpunkt. Und aus diesem Grund benötigen wir dann hier noch das Forderungskonto. Also Forderungen. Jetzt wissen wir mal, welche drei Konten wir haben. Im nächsten Schritt müssen wir uns überlegen, um welche Art von Konten handelt es sich. Also handelt es sich um ein aktives Bestandskonto, passives Bestandskonto, Ertragskonto oder Aufwandskonto. Gehen wir hierfür die Konten Schritt für Schritt durch und nehmen hierfür den Kontenplan zur Hand. Starten wir bei den Handelswarenerlöse. Schauen wir mal in unserem Kontenplan durch, wo wir die Handelswarenerlöse finden. Diese finden wir in der Klasse 4, also wir haben die Kontonummer 4000. Und was wissen wir zur Kontoklasse 4? Zur Kontoklasse 4 wissen wir, es handelt sich hierbei um ein Ertragskonto. Dann gehen wir weiter zur Umsatzsteuer. Was hat die Umsatzsteuer? Schauen wir wieder den Kontenplan durch. Kontenplan ist Kontonummer 3500, ist die Umsatzsteuer, und wir finden es eben in der dritten Klasse, weshalb wir hier von einem passiven Bestandskonto, ich kürze es jetzt mit BK ab, also von einem passiven Bestandskonto sprechen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Forderungen, auch hier wieder einen Blick in den Kontenplan. Die Forderungen finden wir in der Kontoklasse 2 mit der Kontonummer 2000. Und hier sprechen wir von einem aktiven Bestandskonto. Jetzt wissen wir mal, welche Kontoarten wir haben. Dann müssen wir uns im nächsten Schritt überlegen, handelt es sich um eine Vermehrung oder um eine Verminderung. In diesem konkreten Fall handelt es sich bei dem Ertragskonto um eine Vermehrung, also die Handelswarenerlöse werden mehr. Und was wissen wir im Zusammenhang mit den Ertragskonten? Im Zusammenhang mit den Ertragskonten wissen wir, dass eine Vermehrung im Haben gebucht wird. Dann gehen wir weiter zur Umsatzsteuer, passives Bestandskonto. Auch hier wissen wir, dass Vermehrungen im Haben gebucht werden. Und zu guter Letzt noch zu den Forderungen, aktives Bestandskonto, auch hier wieder eine Vermehrung,
dementsprechend erfolgt die Verbuchung im Soll, weil aktive Bestandskontenvermehrungen immer im Soll. Und jetzt wissen wir mal grundsätzlich, wie das zu verbuchen ist, jetzt wissen wir aber noch nicht die Beträge. Das heißt, wir wissen hier noch nicht, müssen zuerst hier mal die Umsatzsteuer ausrechnen. Das heißt, wir haben 1200 Gesamtrechnungsbetrag und davon müssen wir jetzt die Umsatzsteuer ausrechnen. In unserem konkreten Beispiel, nachdem ich Österreicher bin, gehen wir jetzt einfach mal von den 20% Umsatzsteuer aus. Wenn Sie sich in Deutschland oder in der Schweiz befinden, verwenden Sie bitte einfach Ihren Umsatzsteuersatz, also in Deutschland zum Beispiel die 19%. Und dann müssen wir in weiterer Folge einfach hergehen. Wir wissen, diese 1200 sind 120%. Dementsprechend müssen wir zurückrechnen auf die 100%. Das heißt, wir nehmen diese 1200, multiplizieren sie mal 100 und dividieren diese dann in weiterer Folge durch 120. Dann sollten wir auf ein Ergebnis von 1000 kommen. Und wenn wir dann noch diese 1200 minus die 1000, dann kommen wir auf ein Ergebnis von 200. Das heißt, wir haben 200 Euro Umsatzsteuer und 1000 Euro Handelswarenerlöse. Und dementsprechend brauchen wir dann einfach nur mehr diese Beträge hier übernehmen. Die 1000 Euro sind die Handelswarenerlöse. Wir wissen, Ertragskonto haben. Aus diesem Grund einfach hier im Haben eintragen. Die Umsatzsteuer 200 ebenfalls im Haben. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die 1200, die wir eben hier haben. Diese werden im Soll gegengebucht. Ja, und somit sind wir auch schon fast am Ende dieses Videos angelangt. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Der richtige Buchungssatz lautet jetzt in diesem Fall Forderungen mit 1200 Euro an Handelswarenerlöse mit 1000 Euro und Umsatzsteuer mit 200 Euro. Ja, und somit sind wir wirklich am Ende angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.